kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Woche bei Allgäu TV Nachrichten. Meine Kollegen waren wieder richtig fleißig und deswegen gibt es heute unter anderem diese Themen bei uns. Gebündeltes Fachwissen, Zentrum für Gebirgsmedizin am Klinikum in Immenstadt. Football für den guten Zweck, beim Charity-Spiel der Comets unterstützen Allgäuer Fans eine Knochenmarkspende und Heimkehr der Olympiasiegerin Melanie Leupolz wird in Ratzenried empfangen. Ja, immer wieder müssen wir über schwere Bergunfälle berichten. Erst Mitte August ist zum Beispiel ein Ehepaar aus Föhringen beim Wandern in den Allgäuer Alpen vom Blitz getroffen worden. Die Frau kam dabei ums Leben, der Mann wurde schwer verletzt. Wenige Tage zuvor musste eine 42-jährige Bergsteigerin am Säuling geborgen werden. Sie war beim Abseilen rund 10 Meter in die Tiefe gestürzt. Leider aber gehören solche Unfälle in einer Bergwanderregion wie dem Allgäu zum Alltag. Und entsprechend viel Erfahrung haben dann eben auch die Ärzte hierzulande mit den typischen Verletzungen. Und allen voran die Ärzte im Krankenhaus in Immenstadt. Und genau diese Ärzte wollen ihre Erfahrungen jetzt weitergeben. Die Allgäuer Berge. Ob ein kurzer Spaziergang oder eine lange Wandertour. Für viele sind sie ein Ort der Erholung. Doch ein unsicherer Tritt oder ein Wetterumschwung, schon kann der Ausflug zum Albtraum werden. Wenn Wanderer in den Bergen verunglücken, landen sie meistens hier, am Klinikum in Immenstadt. Der Standort hat aus mehreren Bergregionen die kürzeste Anflugzeit. Aus diesem Grund bringen die Rettungshubschrauber viele Patienten hierher. Mit typischen Bergsportverletzungen haben die Ärzte am Klinikum Immenstadt also besonders viel Erfahrung. Ebenso was die Zusammenarbeit mit verschiedenen Rettungskräften angeht. Regelmäßig treffen sich Ärzte und Bergwacht, um sich zu besprechen und auszutauschen. Und diese Zusammenarbeit soll künftig intensiviert werden, denn am Klinikum wurde im Mai das Zentrum für Gebirgsmedizin gegründet. Hier sollen alle Informationen rund um das Thema Bergrettung gebündelt und weitergegeben werden. Ja, bei mir begrüße ich jetzt Herr Dr. Meyer. Grüß Gott, Herr Meyer. Hallo. Als Sprecher des Zentrums für Gebirgsmedizin. Man hat so als Laie das Gefühl, dass ja im Moment so ein bisschen die Bergunfälle zunehmen. Sie als Experte, sehen Sie das denn auch so? Also der Trend der letzten Jahre geht dazu, dass tatsächlich die Anzahl der Bergunfälle zunimmt. Dass man im Moment das Gefühl hat aus der Presse heraus, dass es mehr Gebirgsunfälle gibt, liegt einfach an der saisonalen Häufung. Es waren jetzt dieses Jahr die Schulferien fast aller Bundesländer zum gleichen Zeitpunkt. Und dann war die letzten Wochen natürlich dann endlich das Wetter schön, sodass alle Leute ins Gebirge gedrängt haben. Und somit hat sich dann die Anzahl der Unfälle, über die dann auch berichtet wurde, gehäuft. Allerdings, wie gesagt, wir beobachten das jetzt eigentlich über die Jahre hinweg, dass wir eigentlich immer mehr Bergunfälle auch insgesamt haben. Und jetzt wurde ja hier das Zentrum für Gebirgsmedizin gegründet. Was ist das denn und warum wurde das denn gegründet? Ja, wir haben hier in der Klinik Immenstadt festgestellt, dass wir sehr viele Patienten versorgen, die aus dem Gebirge kommen, die zum Teil auch Verletzungen haben, die häufiger mit dem Gebirge in Zusammenhang stehen. Und wir haben festgestellt, dass eben auch viele Mitarbeiter bei uns, die selbst ehrenamtlich in der Bergrettung sind oder nebenberuflich in der Luftrettung arbeiten, dass wir alle eigentlich Spezialkenntnisse haben, die wir aber eigentlich nie gebündelt haben. Und somit kam die Idee auf, zu sagen, jawohl, wir machen hier einen Zusammenschluss derjenigen, die an der Versorgung der Patienten beteiligt sind, um eben diese Kompetenz zu bündeln und auch gemeinsam mit der Bergrettung, mit den Rettungsorganisationen hier die Behandlungswege und die Behandlungspfade der Patienten so ein bisschen zu vereinheitlichen. Und gleichzeitig ist auch ein Ziel dieses Zentrums für Gebirgsmedizin, dass wir auf diesem Wege eben auch Kenntnisse, die wir über die Versorgung von Patienten mit gebirgsspezifischen Erkrankungen haben,
auch in Fortbildungsveranstaltungen nach außen tragen wollen. Und da ist natürlich immer gut, wenn man eine Stelle hat, die als Organisator dient und das nicht auf den Schultern von irgendwelchen Menschen ist, liegt, die halt zufällig gerade hier am Ort sind. Das heißt, wie sieht es denn jetzt im Alltag aus? Gut, im Alltag haben wir uns jetzt zunächst im Mai zusammengeschlossen, haben das Ganze jetzt institutionalisiert. Wir haben jetzt den Kontakt mit der Bergrettung sehr intensiviert. Im Moment bereiten wir unseren ersten größeren Kongress vor, der im September stattfinden wird. Das ist im Moment eigentlich die Hauptarbeit. Parallel dazu haben wir eben angefangen, für bestimmte Verletzungen und Erkrankungen jetzt auch die wissenschaftlichen Behandlungsmaßnahmen zusammenzutragen, um dort eben auch Vorgehensweisen zu empfehlen. Wie wird der Patient am Unfallort versorgt? Wie stellen wir uns das vor, dass der in der Klinik versorgt wird, dass das alles zusammengeschrieben wird? Aber das ist natürlich ein langer Prozess. Die Hauptarbeit im Moment des Zentrums ist im Wesentlichen die Organisation dieses großen internationalen Kongresses im September. Jetzt mal abgesehen von den Informationen, die da so zusammenkommen, Sie haben gerade die Zusammenarbeit von der Bergwacht und von Ihnen angesprochen. Sind da denn noch irgendwie andere Behandlungswege, andere Behandlungen vor Ort angedacht? Ja, man muss natürlich wissen, dass ein gebrochenes Bein, das auf der Straße sozusagen passiert, dass man dort in der Regel mit dem Krankenwagen hinfährt, den Patienten einlädt, in die Klinik bringt. Im Gebirge schaut das Ganze schon etwas anders aus. Wenn man nicht direkt mit dem Hubschrauber nebendran landen kann, sondern der Patient noch transportiert werden muss, dann braucht es unter anderem eine deutlich bessere Schienung, um dem Patienten die Schmerzen zu nehmen. Es ist in vielen Fällen erforderlich, dass man das Rettungspersonal auch schult, wie man so ein gebrochenes Bein in die korrekte Position bringt, was bei kurzem Weg in die Klinik nicht so entscheidend ist, aber im Gebirge unter Umständen das A und O ist, weil ein nicht korrekt stehender Fuß auf Dauer eben erhebliche Schäden verursachen kann. Und da gibt es eben gerade bei diesem Beispiel, was ja sehr häufig ist, schon auch durchaus noch Weiter- und Fortbildungsbedarf. Jetzt das Zentrum für Gebirgsmedizin ist ja auch einzigartig, wie ich gehört habe. Ja gut, bisher schon, wobei wir da jetzt nicht das Ziel hatten, dass wir da was Einzigartiges gründen, sondern wir haben eben überlegt, dass wir hier in Immenstadt die Kompetenz haben. Wir behandeln seit Jahren diese Patienten und wir wollten einfach ein Zeichen setzen nach außen. Jawohl, hier gibt es Ansprechpartner, die sich speziell mit diesen Dingen beschäftigen. Wir wussten auch nicht, ob wir da einzigartig sind. Wir haben jetzt recherchiert. Es gibt bisher wohl zumindest im deutschsprachigen Bereich nirgends einen entsprechenden Zusammenschluss zwischen Bergrettern und Klinik, wo dort eben Hand in Hand die Behandlungspfade definiert werden. Aber das war nicht das Ziel, dass wir da was Einzigartiges gründen, sondern letztlich hat sich das einfach so ergeben. Und jetzt läuft's ja seit Mai. Wie ist es denn? Ja gut, wir haben jetzt schon den Kontakt mit der Bergrettung intensiviert. Der war vorher natürlich schon sehr intensiv da. Das liegt ja allein daran, dass wir selber, also ich selber und auch die meisten Kollegen, die jetzt in der Klinik das Zentrum bilden, ja auch aktive Mitglieder der Bergwacht sind. Aber vor dem Hintergrund des Zentrums für Gebirgsmedizin haben wir uns da jetzt schon noch etwas intensiver getroffen und haben da auch einige Ideen, wie wir das in Zukunft ausgestalten. Herr Meier, dann bedanke ich mich für das Gespräch und gebe damit zurück ins Studio. Auf die Bremse gestiegen ist am Samstag ein 65-jähriger Autofahrer in Kempten. Und zwar nicht wegen eines Fußgängers oder eines anderen Autos. Nein, Grund war schlicht Baris auf der Straße. Der Mann aus Baden-Württemberg legte allerdings eine so kräftige Bremsung hin, dass er einen Unfall verursachte. Damit aber noch nicht genug. Die Beifahrerin des Unfallverursachers sammelte das umherliegende Bargeld trotzdem ein und gab es erst nach Aufforderung der Polizei heraus. Resultat des Ganzen, zusätzlich zu dem Schaden, gibt es auch noch eine Anzeige wegen Unterschlagung. Dumm gelaufen. Jan, was sonst noch so los war in den letzten Tagen bei uns in der Region, das sehen Sie gleich im Nachrichtenüberblick. Bis gleich. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten.
Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Rund 250 Quadratmeter Verkaufsfläche sind es, auf denen Zweirad-Süßner alles rund um Fahrräder und motorisierte Zweiräder anbietet. Egal ob Sicherheitsausrüstung oder Ersatzteile, hier gibt es für jeden Anspruch die passende Lösung. Und auch was die Produktpalette an neuen Fahrrädern angeht, weiß Zweirad-Süßner zu überzeugen. Das Angebot reicht dabei von Einsteigergeräten bis hin zu Rädern für den gehobenen Anspruch. Die große Stärke des Familienbetriebs aber sind die motorisierten Zweiräder. Vor allem bei Motorrollern und E-Bikes findet man hier ein beachtliches Sortiment. Ein besonderes Spezialgebiet sind dabei Retro-Roller. Eine weitere große Stärke ist die vom Zweiradmechanikermeister selbst geführte Werkstatt. Hier gibt es Know-how, das über den Status des Geheimtipps eigentlich schon weit hinaus ist. Also wir machen die Wartung für die Fahrräder, die Wartung für die Motorfahrzeuge und auch noch ein bisschen Restauration von alten Fahrzeugen. Alte Motorräder im Bereich ja, kurz vor dem Krieg und auch nach dem Krieg, Baujahr ja, in den 50er Jahren, 60er Jahren, da denke ich schon, dass wir doch einer sind, der das noch ganz gut macht. Was Zweiräder angeht, ist man bei Süßner auf jeden Fall gut aufgehoben. Und zwar egal, ob man auf modern, retro oder richtige Oldtimer abfährt. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Die Nachrichten vom 5. September 2016. Ein 83-jähriger Radfahrer ist am Sonntag bei Scheidegg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann aus Lindenberg hatte offenbar die Vorfahrt eines PKW an einer Kreuzung missachtet. Bei dem Zusammenstoß erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Das insolvente Festspielhaus Füssen muss am kommenden Mittwoch den Betrieb einstellen. Das teilte jetzt der Insolvenzverwalter mit. Es sei bisher nicht gelungen, das Theatergebäude zu verkaufen. Die bisherigen Interessenten hätten zwar Angebote abgegeben, allerdings seien darunter nur zwei überzeugende Finanzierungen gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit einem von ihnen sei man aktuell in Verhandlungen mit dem Ziel, das Festspielhaus bis Ende September verkaufen zu können. Ansonsten drohe eine dauerhafte Schließung und die Zwangsversteigerung des Hauses. Die 7 festen und 40 freien Mitarbeiter wurden freigestellt, die Veranstaltungen für diesen Monat abgesagt. In Memmingen hat am Samstagabend ein 53-Jähriger seine Nachbarin mit einem Messer im Gesicht verletzt und andere Anwohner bedroht. Der Mann war stark alkoholisiert, mit den Nachbarn in Streit geraten. Er fügte einer 85-Jährigen eine Schnittwunde im Gesicht zu. Beim Eintreffen der Polizei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Erst nach der Abgabe eines Warnschusses ließ er sich überwältigen. Ein Atemtest ergab bei dem Mann einen Alkoholwert von 3,3 Promille. Kapitän Patrick Reimer aus Mindelheim und der Sonthofer Torhüter Dennis Endras haben sich mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele 2018 in Südkorea qualifiziert. Die Mannschaft gewann das Qualifikationsturnier im lettischen Riga. Dabei schlug das DEB-Team zunächst Japan und anschließend Österreich. Im entscheidenden letzten Spiel am Sonntag gegen Gastgeber Lettland gewann das Team um Kapitän Reimer knapp mit 3:2. Der Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren befindet sich mitten in der Testspielphase. Am Wochenende empfingen die Joker zunächst den DEL-Kooperationspartner ERC Ingolstadt.
Gegen den Erstligisten setzte es aber eine klare 1:7 Niederlage. Gestern gastierten die Wertachstädter beim Oberligisten EC Peiting. Auch dort war das Ergebnis mehr als deutlich, diesmal aber für den ESVK. Mit einem 9:2 in der Tasche, Verzeihung, ging es für die Joker auf den Heimweg. Der Tannheimer Kunstflieger Matthias Dolderer hat einen Sieg vor heimischer Kulisse knapp verpasst. Auf dem Lausitzring musste sich der aktuell WM-Führende, dem Australier Matt Hall, geschlagen geben. Dolderer war nach dem Rennen aber alles andere als unzufrieden mit seiner Platzierung. Ja, ich glaube, das ist der wichtigste zweite Platz, den wir bisher eingeflogen haben. Darum bin ich gar nicht unhappy, dass es so geklappt hat jetzt. Ich wollte, wie gesagt, kein Risiko eingehen, ist super wichtig für die Meisterschaft. Ja, wir haben immer noch eine gute Führung und ich hoffe, dass wir das durchziehen können. Im WM-Ranking hat der 45-Jährige jetzt rund 16 Punkte Vorsprung auf seinen Verfolger Matt Hall. Für die Piloten stehen noch zwei Rennen an. Anfang Oktober in Indianapolis und dann zwei Wochen später in Las Vegas. Der FC Memmingen hat nach drei Unentschieden und einer Niederlage in den letzten vier Spielen endlich wieder einen Sieg in der Fußball-Regionalliga eingefahren. Bei der weitesten Auswärtsfahrt der Saison gelang den Unterallgäuern ein 3:1-Sieg beim Liga-Neuling Hof. Nach dem 9. Spieltag steht der FCM damit aktuell auf Platz 9 der Regionalliga-Tabelle in Bayern. Ja, und das war der Nachrichtenüberblick von Allgäu TV Nachrichten am Montag. Und wir werfen jetzt einen Blick aufs Wetter. Heute Nacht nieselt es in weiten Teilen des Allgäus. Im Raum Füssenmark-Oberdorf-Sonthofen kann der Regen durchaus stärker ausfallen. Im Unterallgäu dagegen stehen die Chancen gut, dass es trocken bleibt. Morgen fällt nur noch vereinzelt leichter Nieselregen. Ansonsten bringt der Vormittag einige Wolken und Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad. Im Laufe des Tages heißt es dann in der ganzen Region, zur Sicherheit mal die Regenjacke einpacken. Die Temperaturen bewegen sich dabei aber weiterhin um die 20-Grad-Marke. Auf den Allgäuer Bergen muss die Sonne morgen sehr viel kämpfen. Auf dem Breitenberg, dem Hochgau und dem Tegelberg regnet es sogar ab und an. Wenn Sie aber auf das Nebelhorn wollen, dann lassen Sie sich am besten nicht von der Wolkendecke abhalten, denn darüber wartet Sonne pur. Was die restliche Woche angeht, bleibt der morgige Regentag zum Glück die Ausnahme. Mittwoch und Donnerstag bleibt der Allgäuer Himmel nämlich wolkenlos bei maximal 22 bzw. 24 Grad. Am Freitag bleibt es dann ebenfalls warm, allerdings ziehen ein paar Wolken vorbei. Es bleibt aber trocken. Gutes Tun und Helfen ist immer wichtig, egal wann, egal wo. Das dachten sich auch die Allgäu Comets und haben aus ihrem letzten Heimspiel der Saison ein Charity-Spiel gemacht. Denn vor dem spannenden Spiel um Platz 3 gegen die Saarland Hurricanes konnte man sich gestern als Knochenmarkspender typisieren lassen und auch für den guten Zweck spenden. Großer Ansturm bei den Allgäu Comets, denn es steht viel auf dem Spiel. Ihr letztes Heimspiel der Saison und der Kampf um Platz 3. Doch der Andrang 2 Stunden vor dem Spiel ist nicht auf den Rängen, sondern am Eingang. Denn hier fand eine große DKMS-Spendenaktion statt. Der Anlass für diese Aktion ist die Typisierung für die DKMS. Ausgelöst wurde es dadurch, dass bei uns in der Familie leider der Ben, unser Neffe, krank ist. Für ihn braucht man das vorerst mal nicht. Allerdings hatten wir als Familie das Bedürfnis, einfach irgendwas zu tun. Und weil Monika Fischer bei den Allgäu Comets aktiv ist, hat sie angefragt, ob eine Charity-Aktion bei einem Spiel möglich wäre. Und dass dabei die Comets ja gesagt haben, ist für ihren Teamarzt selbstverständlich. Wir unterstützen das deswegen, weil wir meinen, dass gerade wenn sich viele, viele Menschen treffen, kann man so eine Aktion potenzieren. Und die DKMS ist was Wunderbares. Ich bin seit 20 Jahren dort auch registriert. Und das ist ja wie ein Lottogewinn für den, der einen Knochenmark dann bekommen kann. Und insofern, wo sich viele Menschen treffen, und beim Sport ist das so, hier sind die meisten, die hier kommen, sind alle gesund und können auch potenzielle Spender sein. Insofern unterstützen wir das auf das Wärmste. Und wir hoffen, dass heute viele Leute kommen und das machen.
Jeder, der sich typisieren lässt, wird in eine weltweite Kartei aufgenommen. Das heißt, er kann ein potenzieller Spender für einen Menschen auf der ganzen Welt sein. Und der Aufwand einer Registrierung ist gering. Hier vor Ort sind ganz viele freiwillige Helfer, die geschult sind, um mit den Spendewilligen das ganze Prozedere durchzugehen. Als erstes wird ein Fragebogen ausgefüllt mit persönlichen Daten, Adresse, Abstammung und so weiter. Und im Anschluss wird ein kleiner Wangensteinmordabstrich gemacht. Der dauert 2x1 Minute. Und das muss man dann gut trocknen lassen, damit das fürs Labor gut auswertbar ist. Und dann ist man fertig. Das Ganze dauert 5 Minuten. Wenn man als Spender in Frage kommt, werden Stammzellen transplantiert. Dabei gibt es 2 Verfahren, die die Gesundheit in keiner Weise gefährden. Jede Registrierung kostet 40 Euro und wird nur durch freiwillige Spenden finanziert. Deswegen wurden gestern auch Spendengelder gesammelt. Doch nur ein Teil geht an die Deutsche Knochenmarkspende. Die andere Hälfte ist für den 25-jährigen Matthias. Der Matthias ist ein Freund eines Spielers von uns. Bei ihm hat man eben auch Krebs diagnostiziert, leider zu spät. Man musste dann ein Bein abnehmen. Matthias ist ein leidenschaftlicher Sportler, kann das natürlich jetzt nicht mehr ausüben. Daher möchte er unbedingt eine spezielle Sportprothese, die von den Krankenkassen nicht bezahlt wird. Mit einer geeigneten Prothese hofft Matthias dann, 2020 an den Paralympics teilzunehmen. Der Andrang ist in jedem Fall groß und auch die Spenderkartei wächst. Das freut Organisatorin Monika Fischer. Denkt mir jeder, denkt mal, liegt auf dem Sofa und denkt, ach, es machen so viele, wenn ich das nicht mache, ist nicht so schlimm. Das stimmt nicht. Wir müssen wirklich das alle machen. Die Wahrscheinlichkeit, einen potenziellen Spender zu finden, ist einfach so gering, dass wir jeden Menschen brauchen, der da mitmacht. Und das ist einfach für alle, glaube ich, vor allem heutzutage zu sagen, ich kann ein Leben retten, einfach eine wunderbare Sache. Und dass die Allgäuer nicht faul auf dem Sofa sitzen, hat die Aktion gezeigt. 134 Typisierungen gab es gestern bei dem Charity-Spiel der Allgäuer Comets. Das ist bei ca. 1000 Besuchern eine gute Bilanz. Ja, trotz des Erfolgs der DKMS-Spendenaktion hat es für die Allgäuer Comets sportlich leider nicht für einen Sieg gereicht. 14:16 ging es gestern gegen die Saarland Hurricanes aus. Das bedeutet Platz 4 in der Tabelle. Als erster Gegner in den Playoffs wartet jetzt Braunschweig. So, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit dem Empfang für die Olympiasiegerin Melanie Leupolz in ihrer Heimatgemeinde Ratzenried. Bis gleich. Ihr Logo auf einem Apfel mit Text oder Motiv, auch wenn es gar kein Apfel ist. Gravieren, markieren, schneiden. Egal ob Obst, Holz, Glas oder Stein. Für Ihre Feier, Ihr Unternehmen oder als Geschenk. Und Gemüse von Lindauer Gärtnern. Eigenes Obst, hausgemachte Marmeladen oder frische Säfte gibt's im Schönauer Hofladen. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. Das Alpenfilmtheater in Füssen. Im Foyer ist noch alles wie in vielen anderen Lichtspielhäusern auch. Das Besondere verbirgt sich in den Kinosälen. Es sind diese Sitze. 8 von ihnen wurden dort eingebaut. Passend zum Filmgeschehen bewegen sie sich mit. Das Alpenfilmtheater ist das einzige Kino im Allgäu und eines von nur 3 in Bayern, das dieses besondere Filmerlebnis bieten kann. Es unterstützt alles, was Sie im Film sehen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Auto verfolgt ein anderes Auto und Sie geben richtig Gas, dann haben Sie ja in Wirklichkeit, wenn Sie im Auto sitzen, ein Gefühl dazu. Das heißt, Sie werden nach hinten gepresst oder es wackelt alles ganz, weil es eine holprige Straße ist. Und das wird praktisch im Film umgesetzt. Das heißt, Effekte, die im Film optisch zwar wahrgenommen werden, aber körperlich nicht wahrgenommen werden können, weil sie sitzen einfach auf einem Stuhl, der sich nicht bewegt, werden durch die Bewegung des Stuhles unterstützt. Und somit wird das Kino noch lebendiger. Finanziell hat der Betreiber einiges auf sich nehmen müssen. Knapp 100.000 Euro kostet das System. Erste Testseher waren schnell überzeugt. Also ich bin begeistert, weil ich meine, sowas gibt es nicht jeden Tag und einfach eine Begeisterung. Also ich habe mich da reingefühlt, also reinversetzt in diese Lage und
Hammer. Beim Alpenfilmtheater in Füssen plant man aber schon weiter. Ein weiterer Kinosaal soll bald mit den Sitzen ausgestattet werden. Eishockey-Fans, aufgepasst! Es ist wieder Heimspielzeit bei den Jokern in Kaufbeuern. Am 6. September trifft der ESVK auf den EC Peiting. Bulli ist um 19.30 Uhr in der Sparkassenarena in Kaufbeuern. Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ja, 17 solcher Goldmedaillen gab es für die deutschen Athleten bei den Olympischen Spielen in Rio. Und eine davon hat sich die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen erkämpft. Seit Sonntag, zwei Wochen nach dem Sieg gegen Schweden, ist Melanie Leupolz, die eines der Siegtore vorbereitet hat, zurück in ihrer Heimat Ratzenried im Westallgäu. Und weil ein einfaches Hallo für eine Olympiasiegerin nicht angemessen ist, hat ihr ehemaliger Fußballverein zusammen mit der Gemeinde einen gebührenden Empfang vorbereitet. Erst wurde in Rio gefeiert, jetzt in Ratzenried. Das Foyer der Schule ist voll. Alle sind da, um mit ihrer Olympiasiegerin Melanie Leupolz zu feiern. Mir freut, wir sind richtig stolz. Man hat ja schon seine Hoffnungen gehabt, als sie nach Brasilien geflogen sind mit der Nationalmannschaft. Dass es am Schluss dann eine harte Goldmedaille wird, das haben wir nicht erwartet. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Unglaublich. Ich habe gar nicht mit so vielen Menschen gerechnet. Und zum einen habe ich mich gefreut, nach Brasilien wieder in die Heimat zurückzukehren. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier bin seit Olympia. Und dass so viele gekommen sind, viele bekannte Gesichter, mit denen man viel Zeit verbracht hat, seine Kindheit, seine Jugend, und hat mich auf jeden Fall gefreut. Ihr Zeitplan ist eng. Doch nach Hause zu ihrem alten Verein zu kommen, war Melanie Leupolz wichtig. Sie spricht sogar vom wichtigsten Empfang nach Olympia. Es ist für uns und für den Verein überragend. Also es macht auch super Spaß. Ich sage, wir haben immer noch Kontakt mit ihr. Und für uns als Verein und für mich natürlich als Trainer sind wir natürlich mächtig stolz auf die Melanie, was sie da uns als auf Wege gestellt hat. Denn in Ratzenried fing alles an. Mit einer Sondergenehmigung trainierte sie hier als junges Mädchen mit den Jungs. Jetzt ist die 22-Jährige bei der Frauenmannschaft des FC Bayern und wurde erst vor kurzem zum zweiten Mal deutsche Meisterin. Dass dann noch der Olympiasieg folgte, hätte sie nicht gedacht. Ja, die Goldmedaille ist natürlich was ganz Großartiges. So wirklich dran geglaubt hat, glaube ich, keiner. Es war dann doch etwas unerwartet. Aber wir haben so hart gearbeitet und es hat so viel Spaß gemacht, mit der Mannschaft zusammen zu spielen. Und sind natürlich jetzt überglücklich, dass wir die Goldmedaille tragen können. Und auch viele Ratzenrieder kamen in den Genuss, einmal eine Goldmedaille zu tragen. Sie holten sich Autogramme, machten Fotos mit der Olympiasiegerin. Die Fußballerin blieb gelassen und erzählte gern von ihren Eindrücken aus Rio. Ja, Brasilien war sehr schön. Wir haben viele Städte gesehen, viele Menschen kennengelernt, auch die Kultur. Natürlich war es manchmal ein bisschen schwierig, wenn das Wasser nicht ganz sauber war oder mit dem Essen, wenn man es einfach anders gewohnt ist. Aber das nimmt man alles in Kauf, und weil es einfach so ein tolles Turnier ist und dass man sich auch mit anderen Sportlern austauschen kann, ist unglaublich. Und man hat auch viele neue Sportler kennengelernt, erfahren, wie sie trainieren, wie sie leben, und es war sehr spannend. Endlich wieder einmal nach Hause zu kommen, ist nach dieser Zeit natürlich sehr schön. Denn hier begann ihr Erfolg. Deswegen brachte Melanie Leupolz ihrem Heimatverein auch Geschenke aus Rio mit. Also früher war sie öfters hier, aber durch ihren Zeitplan, wo sie einfach hat, kommt sie nicht mehr so oft dazu. Aber wenn sie hier ist, in Ratzenried, dann kommt sie natürlich auf den Sportplatz. Oder dann auch, wenn es mal unter der Woche ist, trainiert sie sogar mal dann bei der Aktive oder sonst irgendwo mit dann. Und damit die Fußballerin auch im richtigen Outfit mittrainieren kann, ging auch sie nicht leer aus beim Empfang. Sie erhielt ihren eigenen Trainingsanzug vom TSV Ratzenried mit ihren Initialen ML. Ja, und das war Allgäu TV Nachrichten für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sind morgen natürlich auch wieder für Sie da. Dann geht es bei uns unter anderem um eine Smartphone-App, mit der man dem Borkenkäfer zu Leibe rücken möchte. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Passen Sie gut auf sich auf. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.